und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Up in Garden Son Shepherds. Wenn ihr das Video oder ein paar Videos vorher gesehen habt, wo wir unsere Früchte verköstigt haben, das Video war sehr, sehr lang, entschuldige nochmal. Ich bemühe mich jetzt, kürzere Videos zu machen. Habt ihr bestimmt auch gesehen, dass wir die Salakpalme probiert haben. Also die Salakfrucht, besser gesagt, nicht die Palme. Die auch Schlangenfrucht genannt wird. Hier ist sie nochmal. Und das hier drüben sind die Samen von dieser wundervoll schmeckenden Frucht. Also die schmeckt mir wirklich sehr gut. So eine kleine Mischung so aus Naschi, Pfirsich, Melone, irgendwie sowas, finde ich. Und genau, ich habe jetzt, habe ich in Facebook-Gruppen gesehen, fand ich sehr gut, um das ganze Thema Recycling und sowas auch weiter zu spinnen. Wer die anderen Videos geguckt hat, wisst ihr ja auch, dass wir gerne auch von Pilzen und sowas die Verpackung nehmen. Man kann natürlich auch Joghurtbecher oder sowas nehmen, gerade jetzt bei Mangos und sowas bietet sich ja so ein höheres Gefäß an. Oder bei zum Beispiel bei einer Bismarckia nobilis, da bietet sich das auch an, weil die ja diese relativ lange Pfahlwurzel auch bilden, so einen großen Joghurtbecher zu nehmen oder sogar die Milchdings oben aufzuschneiden. Das geht natürlich auch. Aber ihr seht hier, das war normale Milch. Den Karton haben wir oben aufgeschnitten, haben jetzt Erde reingefüllt und da wollen wir jetzt unsere Kerne oder Samen unterbringen. Ich habe die für 2-3 Tage in Wasser eingeweicht. Bei einigen sieht man auch schon, wie es hier so austreiben will. Hier oben dieser Stempel, der kommt schon leicht raus. Und die kommen jetzt in die Erde bei uns in diesem Video. Wie gesagt, ich habe hier unsere Milchflaschen-Dinger vorbereitet. Hab unser Aussaatsubstrat reingemacht, was für ein schweres Wort. Und zwar ganz normal Aussaaterde mit Sand gemischt, kommt bei uns eigentlich, also funktioniert bei uns immer sehr gut. Oben drüber kommt dann noch Quarzsand, den habe ich auch schon hier bereitgestellt, weil wir immer noch dieses Trauermückenproblem haben. Aber es ist auch die Jahreszeit und ich meine, wer hat da nicht unbedingt so ein Problem mit Trauermücken? Wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem wie wir haben, aber genau. Und zwar geht das jetzt los. Genau, und jetzt können wir die einfach hier reinsetzen. Schön in die Erde rein. Ich werde dann noch mit ein bisschen Erde auffüllen. Und dann ab die Post. Ich setze hier auch mehrere rein. Normalerweise kann man die auch gleich einzeln in den Topf reinsetzen. Ich habe aber, wie gesagt, nicht so viel Platz, deswegen kommt sie bei mir so rein. Und wie gesagt, nicht wundern, die gucken ja jetzt noch raus. Da kommt auf jeden Fall noch Erde drüber. Die muss ich dann aber noch holen. Ich muss für die Kerne jetzt hier 2 Behälter nehmen, weil es zu eng wird sonst in diesen einen. Aber wie ihr seht, wenn die hier so zusammenstehen, die nehmen halt auch nicht viel Platz weg. Ne? Also wenn man jetzt so andere Aussaatschalen, Quickpot-Platten oder sowas sieht, die sind halt sehr flach, aber die nehmen halt auch ein bisschen am Platz weg oder Platz ein. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr gute Idee. Quickpot-Platten an sich habe ich aber auch da. Aber wie gesagt, ich finde so diese Idee hier sehr cool. So, ich werde jetzt noch ein bisschen Erde holen, werde das Ganze auffüllen und bin gleich wieder für euch da. So, die Erde ist drauf und jetzt können wir das Ganze einmal angießen. Ich nehme auch hier meine Reclean Spritzpistole, soll keine Werbung sein. Ich glaube, dieses Exemplar gibt es auch gar nicht mehr auf Amazon. Und werde das Ganze jetzt hier befeuchten, schön angießen. Man könnte natürlich hier auch eine Gießkanne nehmen, aber ich arbeite gerne mit dieser elektrischen Spritzpistole. Ich finde, das funktioniert sehr cool. Es kommt ein ordentlicher Druck drauf. Den kann man natürlich hier vorne auch noch vorstellen, je nachdem, wie man es möchte. Genau. Darüber kommt dann, wie gesagt, eine Ladung Quarzsand. Bei Palmen wäre es natürlich auch nicht schlecht, die von unten zu bewurzeln.
Einfach aus diesem Grund, dass die Wurzeln sich dann den Weg nach unten suchen und ein größeres Wurzelgeflecht ausbilden. Das bietet sich allgemein bei allen Pflanzen an, die von unten zu gießen. Aus, wie gesagt, zweierlei Gründen. Einmal wegen dem Wurzelsystem und der andere Grund, gerade jetzt hier in der Hausaussaat, wenn man es nicht gerade draußen macht, ist natürlich Trauermücken oder allgemein Schädlinge auch nochmal im Grund. Deswegen machen wir aber den Quarzsand drüber. Die Pflanze hat auch kein Problem, da durchzukriechen durch diesen Quarzsand. Der wird zwar ziemlich fest, aber jetzt zum Beispiel draußen die Erde, wenn es da jetzt relativ trocken ist gerade, dann ist die ja auch fest. Dann muss man die ja rein theoretisch immer auflockern. Kennt ihr ja vom Knoblauch. Aber mit dem Quarzsand funktioniert das sehr gut. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, das kommt jetzt an einen sonnigen Ort und vor allem auch an einen warmen Ort. Ans Fensterbrett. Gegebenenfalls tun wir das aber auch unter die Lampe. Zumal, wenn sie jetzt noch nicht gekeimt sind, brauchen sie jetzt nicht unbedingt Licht. Wenn sie dann gekeimt sind, benötigen die Palmen definitiv Licht. Da kommen sie dann unter unser künstliches. Ich würde sie jetzt mit parken auf der Schrankwand in der Nähe vom Kamin. Da ist es schön warm, da haben sie einen warmen Fuß. Da stehen auch gerade noch unsere Aussaaten vom letzten Mal, wo wir Exoten ausgesät haben, wie Bananen zum Beispiel. Und übrigens, die sind gut gekeimt, die Bananen. Da kommt vielleicht dann irgendwann auch noch mal ein Video. Es ist nicht alle gut gekeimt bisher, aber Babysiana fängt jetzt auch richtig gut an. Und da kommt dann, wie gesagt, irgendwann mal das Video dazu. Aber die Salakpalme kommt da auf jeden Fall auch mit hin. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lasse mir jetzt noch die Salakfrucht schmecken. Da werden dann auf jeden Fall auch nochmal Samen anfallen. Ich glaube, ich habe noch drei Früchte. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Holt euch die Salakfrucht, lasst sie euch schmecken und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Tschüssi!